hysterische oder Nachgürtelrosen Nervenschmerzen auftreten, die dann über Jahre und zum Teil lebenslang mit Antidepressiva, mit Schmerzmitteln, mit anderen Mitteln behandelt werden müssen, die die Gehirnaktivität und die Schmerzwahrnehmung im Gehirn versuchen zu unterdrücken. Ein anderer Nervenschmerz, nur damit Sie sich etwas darunter vorstellen können, es gibt eben tatsächlich Schmerzen und Krankheitszustände, die werden direkt von den Nerven ausgelöst, wäre der Hinterhautnervenschmerz auch bei älteren Menschen häufiger als bei jungen hier hinten verlaufenden Nerven, deren Verlauf und Ausstrahlung entspricht weitgehend bestimmten Akupunkturmeridianen. Und auch hier kann man sehr erfolgreich mit Naturheilmitteln arbeiten, weil man da tatsächlich die zugrunde liegende Entzündung zum Erliegen bringen kann. Da gibt es wiederum ein spezielles Mittel, was bei diesen Schmerzen schon von den Indianern eingesetzt wurde. Es heißt Carolina, Jasmin oder Gelsenium, kommt aus der Ostküste Amerikas und wirkt schmerzlindernd und entzündungshemmend bei solchen neuralgischen Schmerzen, vor allem im Bereich der oberen Körperhälfte, im Bereich des Nackens und der Schädeldecke. Und schon komme ich zu meinem vierten Thema, um diesen kleinen Rundumschlag über die unterschiedlichen Schmerzursachen, die spezifisch im Alter auftreten, abzuschließen. Das ist der Tumorschmerz. Der Tumorschmerz ist ein sehr häufiges Phänomen, weil jedes Jahr in Deutschland die Erkrankungsrate an Krebs sehr hoch ist. Das sind Zahlen von 2006. Inzwischen sind es schon deutlich mehr geworden. Fast 400.000 Krebsneuerkrankungen im Jahr und davon sind 300.000 Menschen über 60 Jahre alt und ein Drittel der Menschen, die betroffen sind von Krebs, haben zum Zeitpunkt der Diagnosestellung Schmerzen. Rund 100% haben im Verlauf der Krebserkrankung Schmerzen, also fast jeder hat irgendwann Schmerzen. Nur ein Drittel aller Patienten mit Tumorerkrankungen sind tatsächlich ausreichend schmerztherapeutisch behandelt. Und auch hier empfiehlt es sich, zu der üblichen schulmedizinischen Therapie hinzu, die oft nicht vernachlässigt werden darf, eine ursächliche Therapie durchzuführen, die dann, weil sie ursächlich ist, nicht nur die Krebserkrankung in vielen Aspekten beeinflusst und verbessert, sondern auch schmerzlindernd wirkt. Ich rede von der weithin bekannten Mist.